So, da, dann fräsen wir sie. Einmal eine Seite von unserem zukünftigen Unterteil für die Spannbrücken. So, wir haben da einen wunderschönen 20er Hartmetall-Schrittfräser drin. Den fahren wir mit 1400 Umdrehungen. Da fahren wir jetzt drüber. Ne? So, das war die erste Runde. Und jetzt die zweite. Sehr schön. Und jetzt noch drei Stücke. Dann werden wir uns die zweite Seite fräsen. So wie es ist. Das ist meine Kurve. Da ist. Zweite Seiten fräsen. Technik vom Fräser haben wir sie schon eingestellt. Jetzt erwischen wir das wieder sauber an, damit wir da kein hinterhältiges Springchen drinnen haben, so wie das da. Okay. Und unser Stückchen wie Schmaschen an. Da spannen wir das wunderbar rein. Dann fräsen wir die zweite Seite. Ne? Auf geht's! Wieder vorne. Nein, nein, ein Hauchel schief, aber das macht nichts. Wunderbar, dann lassen wir die Einstellung und fräsen die anderen drei. So, wir haben das jetzt aufgespannt schon.
Und jetzt werden wir als erstes einmal unseren Ruhepunkt finden. So, 0. Dann fahren wir 5 mm in die Richtung. 2,5, 3, 4, 5. So, das ist einmal so ein neuer Punkt. Da machen wir sie zusätzlich ein Strich. Dann brauchen wir die Zeichnung. Ja, jetzt haben wir uns vorsichtshalber einen Riss gemacht. Wir gehen jetzt 7 mm rein, dann sind wir mit dem Mittelpunkt über den Riss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Und unser Fräser hat 20 mm. Zumindest hat er es gestern noch gehabt. Unser Fräser hat 20 mm. Das heißt, wir müssen nur mal Zähne einrutschen. Dann sind wir dort, wo der Fräser die Kanten frisst. So, ja, das kommt halt gut hin. So weit dürfen wir fahren, wenn wir unsere 10 mm haben. Machen wir sie vorsichtshalber auch wieder einen Riss. Gut, dann brauchen wir noch die Hechen. Und das ist wieder andere Geschichte. Dann probieren wir da mal ran, ne? Der Anschlag bleibt der gleiche. Bauen wir das einmal ordentlich ein. Jetzt hat es. Aber was fällt mir die zweite Seite? Ne? Einstellungen bleiben wohl gleich. Sagt die schlaue Schuhe. 22 sollen wir haben und 21,89 kann man nicht, das geht. So genau ist das ja nicht. Gut, dann machen wir die anderen paar